Bekommen wir noch mal ein spätes Winter Wonderland oder führen wir den Frühling, wie wir ihn bisher hatten, fort? Grüße Sie und grüße euch. Und diese Frage stellen wir uns anhand der Modelle. Das europäische EZMWF-Modell macht das, das amerikanische GFS-Modell macht das. Und da steigen wir mal ein und schauen uns die jeweiligen Modelle an. Und zwar für die Mittelfrist Tag 10, der 8. März. Da haben wir nach dem amerikanischen GFS-Modell östlich von uns ein Hochliegen. Da gab es zwar vorher einen Kaltlufteinbruch, aber es kommt wieder milde Luft herangezogen. Alles, was mit Kälte zu tun hat, macht noch oder wieder einen großen Bogen um uns herum. Und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe zeigen diese Kältesichel, die nach Osten abgezogen ist. Es kommt wieder mildere Luft herangezogen. Nicht so wahnsinnig mild wie jetzt Ende Februar, aber eben mild. Und die Sonne hat ja im März schon viel Kraft. Und da kann man Pi mal Daumen fast 15 Grad aufschlagen auf die Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Und das europäische EZMWF-Modell sagt, nee, Freunde, wir machen es noch mal richtig winterlich. Mit folgender Wetterlage: vom Azorenhoch ausgehend geht ein Keil Richtung Skandinavien. Auf der anderen Seite sind Tiefs und die Eisluft, die hier im Norden ist, wird noch mal angezapft und Richtung Mitteleuropa aus nordöstlichen Richtungen herangeführt. Mit Temperaturen von unter 10 Grad minus in 1500 Meter Höhe und die minus 15er steht schon zack Gewehr bei Fuß und wartet darauf, zu uns kommen zu können. Das wäre dann noch mal richtig winterlich. Und so würde es aussehen. Das amerikanische GFS-Modell hätte dann eben viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 7 bis 15 Grad. Wenig Wind würde sich frühlingshaft anfühlen. Und das europäische EZMWF-Modell wäre noch mal tief winterlich, verbreitet mit Schneeschauern. Vor allen Dingen im Süden auch mit längeren Schneefällen zwischen minus 4 und plus 4 Grad die Höchstwerte. Minus 4 Grad im Schneefall, plus 4 Grad mit Sonnenschein. Das sind also schon große Unterschiede. Jedes der beiden Modelle hat ja Hintergrundberechnungen, die wir uns immer in den Ensembles anschauen. Und dann nehmen wir mal die Mittelwerte raus für den 8. März. Das wäre nach dem amerikanischen GFS-Modell hier auch der Ableger des Hochs. Und der Jetstream verliefe östlich von uns, aber ganz, ganz, ganz knapp, tangiert das Stettiner Haff, Usedom und Rügen. Mit eben dem Jetstream hier, auf der Seite ist es kalt, auf der Seite ist es mild. Mit den Temperaturen in 1500 Meter Höhe verbreitet von knapp unter 0 Grad und die minus 5 Grad Isotherme verläuft deutlich östlich von uns. Soweit das amerikanische Modell. Das europäische EZMWF-Modell macht die Grundstrukturen im Prinzip ähnlich, lässt aber den Jetstream westlich von uns entlanglaufen. Wir wären damit direkt drunter. Also praktisch einmal komplett über Deutschland hinweg auf der anderen Seite. Entsprechend sind wir näher an der Kaltluft und hier wäre dann die minus 5 Grad Isotherme über dem Westen und Südwesten Deutschlands und die minus 10 Grad Isotherme, die kommt dann schon näher. Also im Mittel sind sich die beiden relativ ähnlich. In den Nuancen ist das europäische EZMWF-Modell winterliche. Das amerikanische GFS-Modell tritt da eher auf die winterliche Euphoriebremse und sagt, ach, das mit dem Frühling ist vielleicht doch ein bisschen besser. Schauen wir auf die Ensembles, also jetzt hinter die Kulissen, wie wir es immer freitags machen oder fast immer, und blicken auf den Norden Deutschlands, ziehen die Linie ein des 8. März, was wir gerade gesehen haben, und die Hilfslinien. Minus 15 Grad in 1500 Meter Höhe heißt nochmal winterlich, auch im Flachland, da ist dann auch Dauerfrost möglich. Wir erinnern uns, 15 Grad draufrechnen, hätten wir theoretisch minus 15 Grad in 1500 Meter Höhe, wären das am Boden dann 0 Grad bei Sonnenschein. Minus 5 Grad ist nasskalt, plus 5 Grad ist frühlingshaft. Da kommt der zweite Wärmeberg in der nächsten Woche nochmal herangezogen. Dann der mögliche Absturz. Vor dem 8. März sind einige Läufe dabei, die weit runtergehen. Danach sind wir um das langjährige Mittel herum mit den jeweiligen Ausreißern nach oben und nach unten. Und hier unten haben wir die Niederschlagssignale. Das heißt, so trocken, wie es bisher war und auch zu Wochenbeginn nochmal wird, wird es dann nicht weitergehen. Im Westen Deutschlands ein ähnliches Bild gilt auch für die Region rund um Luxemburg. Hier ein weiterer Wärmeberg, der Absturz Richtung 8. März bei einzelnen Läufen. Andere, die flattern hier weiter oben vorbei. Später dann durchschnittliche Werte und auch Niederschlagssignale, die aber hier zunehmen. Hier sind es nur einzelne und da nehmen sie zu.
Richtung Mitte März behalten wir im Hinterkopf. Wir schauen auch gleich noch auf die Ensembles vom europäischen EZMWF-Modell. Für die Mitte Deutschlands ein ausgeprägter Wärmeberg, dann ebenfalls der Absturz. Hier einige Niederschlagssignale, die immer weiter zunehmen. Später auch durchgehend durchschnittliche Temperaturen. Wir sehen mal hier eine Bündelung, die dann runtergeht. Hier eine Bündelung, die unten bleibt. Da ist also ziemlich viel Wetter und vielleicht sogar noch Spätwintermusik in den Modellen Richtung Mitte März drin. Im Osten ist ebenfalls der Wärmeberg drin, dann geht es runter mit den Temperaturen. Wir verbleiben um den Durchschnitt herum mit mäßigen Niederschlagssignalen. Da wird nicht so viel passieren. Das zeigt auch, im Westen sind wir näher am Atlantik, da also mehr Niederschläge dadurch. Im Südwesten ausgeprägter Wärmeberg zu Wochenbeginn. Ausgeprägtere Niederschläge nach dem Wärmeberg mit einigen, die nach unten gehen. Da ist sogar ein Lauf dabei, der geht bis minus 15 Grad runter. Der Rest verbleibt dann über dem langjährigen Mittel mit weiteren Niederschlägen, spricht für Wechselhaftigkeit. Das ist ja für die Natur sehr gut, wenn es nicht zu brachial, zu warm ist und zwischendurch immer mal wieder Regen und Schnee gibt. Im Süden Deutschlands ein ähnliches Spiel. Auch hier haben wir nach dem Wärmeberg mehr Niederschläge. Hier ist wieder der 8. März. Wir erinnern uns an die Karten, die wir eben gesehen haben. Dann geht es rauf und wir verbleiben um das langjährige Mittel herum eher leicht drüber mit den Ausreißern nach oben und den jeweiligen Ausreißern nach unten. Und beide Gattungen, sowohl die kalten als auch die milden, haben Niederschläge dabei. Die einen werden eben als Regen, die weit oben sind, und die anderen logischerweise als Schnee. Schauen wir noch kurz in die Schweiz. Da ist der Wärmeberg ein bisschen abgeflachter. Dann geht es ein bisschen runter, bleiben auch hier ums langjährige Mittel herum. Nach dem Wärmeberg mit vielen Niederschlägen, hinten raus Richtung Mitte März, auch mit vielen Niederschlägen, den Ausschlägen, die nach oben gehen. Auf der anderen Seite der Alpen, rund um Wien in Österreich, ist das mit den Niederschlägen ein bisschen gedämpfter. Lass uns mal langsam angehen. Dann haben wir hier auch den Absturz bei Temperaturen von ja, um das langjährige Mittel herum. Schauen wir zu guter Letzt noch auf die Alpen-Südseite. Auch hier der Wärmeberg, dann die Niederschläge, später nur einzelne um das langjährige Mittel herum. Wir kriegen also im Laufe des März sehr, sehr viel Durchschnittswetter. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und blicken weit in die Zukunft. Und zwar hier mit dem 35-Tage-Trend für das Rhein-Main-Gebiet. Und hier gehen wir bis Anfang April fast. Die Temperaturen, hier haben wir den kleinen Knick, bleiben immer um das langjährige Mittel herum bzw. liegen knapp drunter. Da sind am Schluss ein paar Ausreißer dabei, die ganz weit nach oben gehen. Das hatten wir vor einiger Zeit mal schon. 15 Grad in 1500 Meter Höhe hießen mit Sonnenschein dann auch fast 30 Grad. Auf der anderen Seite gehen auch einige Läufe noch runter auf unter minus 10 Grad. Aber vieles spricht dafür, dass es einfach durchschnittlich bleibt, auch mit den entsprechenden Niederschlagssignalen. Das sagt und macht das amerikanische GFS-Modell. Das europäische EZMWF-Modell sieht so aus, berechnet das ein bisschen anders, macht nicht die Tage unten, sondern sagt, wir haben jetzt Tag 5, den 25. Februar und rechnen eben 30 Tage rauf. Dann haben wir hier den 15. März. Hier ebenfalls der Wärmeberg, der kommt. Unten sind die Niederschläge grün schattiert. Trocken mit dem Wärmeberg zu Wochenbeginn, dann geht es runter mit den Temperaturen und wir bleiben dann unten mit den obligatorischen Ausreißern nach oben und nach unten. Und auch hier, wir erinnern uns, um Mitte März herum hat auch das amerikanische GFS-Modell die meisten Niederschläge gesehen. Und genauso sieht es das europäische EZMWF-Modell bis zum Vorhersageende raus. Also dann bis Ende März sollte es demnach wechselhaft bleiben. Auch hier mal mit Regen, mal mit Schnee. Und dann können wir sagen, im März willkommen im Durchschnitt. Wir verlassen den weit überdurchschnittlichen Ritt der vergangenen Tage und die zu Wochenbeginn nochmal kommen des Frühlings und gehen dann ganz normal eben durch den März.